Lauter? Nein, wir sind im Bernstorf lauter. Genau, Leute, ich grüße euch, liebe Angelfreunde. Wir grüßen euch. Wir sind heute mal in Bernstorf. Das ist in der Nähe von Hoyerswerda. Zwischen Königsbrück und Hoyerswerda. Am Schmelzteich Bernstorf ist recht gut Besuch. Also ringsrum sitzt ein Angler, dort sitzt jemand. Dort vorne ist ein junger Angler, dort hinten sitzt jemand. Wir haben uns jetzt mal hier so eine Stelle ausgesucht. Haben gerade mit einem Einheimischen geredet. Geht schon ganz gut. Graskarpfen wurde wohl gestern gefangen, auch kein großer, aber wir sind ja im Moment dankbar für jeden Fisch. Und wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück hier, das Wasser, was ich auch noch nicht beangelt habe. Wie groß ist es? 2,5 Hektar vielleicht. So die Ecke. Wir werden mal unser Glück versuchen und melden uns dann, wenn wir am Start sind. Geht los. Ja. So sieht ein Fisch aus. Hengste? Plötz? Eine Plötze, genau. Erste Fisch hier. Uckt. Zweimal voll gekackt. Kleine Plötze, vielleicht 15 cm. Oh, schön. Nach kurzer Zeit, Anfang ist gemacht, ich freue mich. Geht weiter. Was soll denn das? Das ist gar kein Haken, gar kein Köder dran. Das schmeißt ja schon das fünfte Mal raus. Nimm noch mal das Teil aus dem Mund. Ich mach den Futterkorb voll und schmeiß an die Stelle 5-6 Mal hin oder 4 Mal. Ah. Und du damit anfüttern gleich bitte. Ne? An die Stellen, wo ich mit der Hand nicht richtig hinkomme oder mit dem, hab schon die Mitte jetzt die Futterschleuder oder der Kelle. Ach so. Wo der Korb 4-5 Mal gefüllt und dann dorthin geschmissen und damit hat man denselben Effekt erzielt. Ah, okay. Und jetzt ist schon warm genug, dass man auch ein bisschen mehr anfüttern kann? Jetzt, ich denke mal, dass die Wassertemperatur so um die 10, 11 Grad hat mittlerweile. Die Nächte sind auch immer noch ein bisschen kalt, teilweise im Frost sogar, aber die Tage sind natürlich auch jetzt durchgehend im Zweistelligen eigentlich so die letzten Tage gewesen, die letzte Woche. Ja. Und das sollte dann schon passen. Na ja, dann. Ja. Man merkt das auch am Beißen von Weißfisch. Ich habe ja gehört, dass die Plätze, die beißen, schon ein bisschen aggressiver als noch vor 14 Tagen. Ja. Ja, das merkt man dann schon. Und Karpfen werden wir auch regelmäßig gefangen mittlerweile. Wir werden sehen. Ja. Nunu. Während ich hier gemütlich im Stuhl sitze, findet der Tilo keine Ruhe. Immer so auf Spannung, weil die Pose schon wieder kurz runtergegangen ist. Ah, häng nicht. Ja, ich angel ja wieder groß. Großspurig. Ich will ja was fangen, also Fisch. Ich will ja Fisch fangen und keine Köder. Da fehlt gewisse Demut, Helmut. Naja, ich heiße ja auch Helmut und nicht Demut. Tilo hat den nächsten Köderfisch gefangen. Besseres Rotauge. Na ja, gut.
schöne Mahlzeit, also für ein Kind. Kann man sich schön schmecken lassen. Sehen lassen, das hat schon 20, 22 cm, denke ich. Okay, naja, gut. Thilo angelt gerne Köderfische. Ja, dann macht das Spaß. Brot backen. Brot backen. Ja. Ja, was machen wir denn hier? Angeln, oder? Siehst du? Wir angeln. Wir angeln. Und wir drehen Film. Und die Plätzchen gehen weiter. Ich habe jetzt mal umgestellt. Ich habe die Method wieder rausgenommen. Ich mal eine ganz normale Winkelpieker, Futterkorbbude, die schöne große Plätze, bestimmt so ja, knapp 25 cm bestimmt. Dick und rund sind sie. Schön, macht Spaß an der Leichenbude. Schön. Warte, so, schön. Jetzt wackelt sie natürlich nicht mehr. Ja, beißt. Und Fisch. Ja. Aber was ganz kleines diesmal. Aha. Plötzlich. Oh, guck mal, Köderfisch. Schon für die Saison. Ja. Kleine Rotfeder. Ja. Läuft bei dir. Wie viele Köderfische hast du jetzt schon? Ja, also schon. 5-6 vielleicht. Und du sagst, das Winkelpicken ist hier das Beste heute? Das scheint heute die beste Methode zu sein. Also es beißt quasi permanent auf den Winkelpicker mit Futtergrub. Schön. Langes Vorfach habe ich natürlich. Das ist der Unterschied zur Methodfeder, wo man ja dann böse ein Vorfach hat. Das kann sein, dass das eine Rolle spielt im Moment. Uch. Aber die Methodfeder ist ja eigentlich dann auch mehr für Karpfen gedacht. Eigentlich schon vielleicht noch keine Karpfen. Aber ich habe jetzt hier bei der 80 cm werden es sein, 70, 80 cm Rohfach, dünne Schnur, 16er Rohfach, ganz kleinen Haken natürlich wieder. Und hier kommen einfach zwei Maden drauf. Ganz normal. Futterkorb. Voll gemacht. Wichtig ist, dass wirklich tatsächlich Futter im Spiel ist. Also ich habe das vorhin mal probiert. Man denkt ja nur, Futterkorb ist leer, wieder an die Stelle geschmissen, bloß ein paar Maden drauf, passiert gar nichts. Also Futter muss schon mit im Spiel sein. Und dann ist der Biss eigentlich nur eine Frage von Sekunden. Dann passt das. So. Immer wieder versuchen an dieselbe Stelle. Das ist gut doch mit diesen Fisch da. Da hat man ungefähr einen Punkt. Jetzt schön den Baum neu. Kurz abziehen lassen. Dann die Rute reinlegen und die Schnur auf Spannung bringen. Einweg zur Spannung. Das quasi immer ein. Das Pferd beißt schon. Seht ihr das? Dann drin die Rute und schon kommt die Fische. Fische ist am Platz. Profi-Effekt. Ah, geht gleich los, ich sehe es kommen. Ich habe noch genug Speicher auf der Kamera, können wir ganz lange aushalten. Oder Morde abgezutscht. Das war ja schöner Biss, Live-Biss und die Sonne kommt und der Thilo fängt, ein Fisch nach dem anderen. So funktioniert das eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ja,
ganz ordentliche Rotöhren. Die sind auch steinlich dick. Ich denke, dass die im Laichkleid sind? Ja, im Laichkleid nicht. Das hat man bei der Rotöhren nicht so, das hat man eher dann bei der Brassen. Laichkleid, aber dass die einen Laichansatz zumindest schon haben und kurz vor dem Laichen sind, denke ich. So. Sehr schön. Na ja, weiter geht's. Weiter geht's. Eine Stunde später. So, Thiele, jetzt haben wir eine Weile nie gefilmt, weil hier viel Bambule war. Ja, es war viel Bambule, aber mir beißt gerade erstmal wieder. Na, das ist ja toll. Dann rein damit. Hängt nie. Was Größeres? Ah. Oh. Das ging schon auf die Bremse. Schenkt aber leider nicht. Macht aber nichts. Ja, wir hatten gerade viel beim Bude, das war hier der Teichscharif quasi da. War ganz interessante Gespräche. Man kennt das Gewässer und auch mal Gewässer hier in der Umgebung so ein bisschen. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Ne? Hat ja auch ein bisschen Angelleute eingespannt. Das gehört halt dazu, war ganz angenehm. Aber ja, und jetzt werden wir nochmal ein Stindel so ein bisschen machen. Ja. Und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Karpfen. Dort hinten verlassen dann die nächsten Angler das Gewässer. Ah, ich denke, bei mir ging es ja auch gerade ein bisschen auf die Method-Feeder. Es könnte vielleicht noch was passieren. Wie gesagt, wir machen nochmal ein Stündel und dann werden wir mal gucken. Alle Fälle haben wir ja schon wieder was gefangen. Du. Ja. Wie gesagt, das liegt aber nur daran, wenn du eben so angeln würdest wie ich, feiner, dann würdest du natürlich auch fangen. Aber ja, will ich ja nicht. Ich will ja keine Köderfisch. Genau. Was nun? So Leute, ihr seht, wir packen zusammen. Du, ja. Na, ich pack zusammen. Kannst du hier bleiben. Das ist egal. Lobe ich das Stück. Ja, Fazit für heute. Bitte, was haben wir gefangen? Du. Ja. Und Weißfisch zumindest. Karpfen gab es wohl den einen oder anderen Biss. Und ich hatte auch mal kurz was Größeres dran. Weiß aber nicht, ob es ein Karpfen war. Ansonsten ein schönes Gewässer. Was ein bisschen nervt, ist dieser Publikumsverkehr hier. Also man hat ja permanent irgendwelche Fahrradfahrer oder Spaziergänger im Rücken. Aber es ist wahrscheinlich an einem Feiertag oder einem Wochenende so, gerade bei dem Wetter heute. Ansonsten schönes Gewetter war, Gewitter? Gewässer meine ich natürlich. Und ja. Gequatscht haben wir viel. Gequatscht haben wir viel mit Einheimischen und Zugereisten, mehr oder weniger. Ja. Und ja, wie das halt so ist. Ansonsten hat es mir gefallen. Du? Komm mal wieder her. Im historischen Ambiente hier. Ja, Abrissbude, ehemalige Gaststätte wurde uns gesagt. Ja, aber ja, wir kommen nochmal her hier und werden hier nochmal was probieren. Es sollen ja auch wohl Zander drin sein. Das ist ja für dich interessant, ja. Was für mich dann interessant wäre. Obwohl fehlt mir der Kleid ein bisschen. Aber werden wir sehen. Das war's für uns. Wenn es euch gefällt. Wenn es euch gefällt. Diesen. Wenn nicht, lasst uns das bitte wissen, sachlich, wie immer. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und abheben. Und beim nächsten Mal gibt es dann wirklich Fisch. Richtig ordentlichen Fisch. Ja, du haust da wieder eine Dose ins Wasser. Nee. Nee? Das kann ich schon versprechen. Ach so, ich verstehe. Ja? Alles klar. Alles klar, bis dahin. Tschüss. Ciao.